Anderswo ist Ostereierfärben Handarbeit, oft als Familientradition. Doch für die vielen Faulen gibt es die Feiertagsspezialität auch fertig gekocht und bemalt vom Fließband. Etwa hier in Diendorf bei Hasendorf in Niederösterreich, gut eine Stunde entfernt von Wien. Wir beginnen mit der Ostereierproduktion im Jänner. Da werden die Eier auch schon in die Geschäfte ausgeliefert. Und bis Ostern färben wir zwischen 8 bis 10 Millionen Ostereier pro Jahr. Um solch buchstäblich astronomische Zahlen zu erreichen, müssen die Osterhasenhelfer hier nicht nur bestens organisiert sein. Sie lassen sich auch nach Kräften technisch unterstützen. Vor dem Besprühen mit Farbe werden die Eier vorgedampft und bei 88 Grad gekocht. Sie sollen mindestens 6 Wochen halten. Diese Maschine wurde speziell zum Kochen und Färben von Eiern hergestellt. Wir haben davon 3 Maschinen und können pro Stunde, pro Maschine 10.000 Eier kochen und färben. Also in Summe 30.000 Eier in der Stunde. Und zum Bringen hat der Osterhase dann wieder andere Helfer.